Also was ich immer wieder empfehle, natürlich die ganze Bäder mit Senfwasser in erster Linie. Also dass das jetzt was auch ziemlich schnell funktioniert. Mit Zitrone, mit dem Saft kann man sehr vieles machen. Einfach mal Zitronenscheibe dran machen, also mehrere Tage. Und im Großen und Ganzen ist natürlich so, Pilz ist auch wie eine Besetzung, oder? Wie eine fremde Energie, kann man auch mit Gebeten besprechen. Das würde auch funktionieren. Na gut, einige haben die Probleme, dass die Räume zu trocken sind, der anderen eben zu feucht. Also bei Feuchtigkeit sollte man eigentlich tatsächlich einen Entfeuchter zulegen, also wenn es zu feucht ist. Sonst kann man natürlich mit Reis arbeiten. Also es gibt ganz einfache Alternative aus der Natur. Man nimmt einfach je nach Größe von dem Raum einfach Reis. Und zwar pro 70 Quadratmeter würden 2 Kilo Reis reichen. 2 Kilogramm. Man legt es einfach irgendwo auf dem Tisch vielleicht oder auf dem Boden. Meistens auf eine Baumwolle. Also auf dem Stoff und lässt es einfach mal 10 Stunden liegen. Das Ganze nimmt Feuchtigkeit auf. Dann soll man den Reis allerdings im Ofen aufheizen bei ungefähr 30, 40 Grad, gute Stunde. Dann ist es wieder trocken, kann man wieder verwenden bis zu 10 Mal. Dann wird das Ganze entsorgt. Also ansonsten natürlich, was Wasser sehr gut aufnimmt, sind viele verschiedene Pflanzen auch. Also wenn keine Pflanzen da sind, kann man auch zum Beispiel auch Benjaminbaum hinlegen, so beziehungsweise hinstellen. Benjamin nimmt sehr viel Feuchtigkeit aus der Luft. Also funktioniert eventuell auch. Na gut, da kann man nicht viel machen. Da soll man eigentlich zum Fußtherapeuten gehen erstmal und schauen lassen. Also, weil normalerweise es liegt in erster Linie daran, so wie man die Nägel überhaupt schneidet. Das Problem ist, viele schneiden ihre Nägel einfach mal am Rand nach unten. Also, und das geht irgendwann ins Fleisch. Habe ich auch schon mal erlebt bei mir. Also, und da kann man auf jeden Fall schon was für die Füße machen. Also, im ersten soll man natürlich Fußbäder versuchen mit Salz. Also, für 5 Liter Wasser, circa warmes Wasser, reichen eigentlich 3 Tee oder größere Löffel Salz. Also, ich mache das mit Teelöffel Salz. Also da wird ganze Haut warm erstmal, dann weich und Salz macht einfach mal antibakterielle Wirkung, also dass das Ganze, sage ich, von Bakterien weggeht und irgendwann wächst der Nagel auch wieder mal gerader. Aber danach natürlich jetzt nicht reinschneiden ins Fleisch, sondern immer gerade einfach mal. Also das heißt, der Nagel sieht dann so aus wie ein Quadrat. Also und die Ecken, die dürfen nicht jetzt irgendwie noch nachgeschnitten werden. Also das ist das eine. Das zweite, was man natürlich machen kann, also wenn das Problem, sage ich, Schmerzen bereitet, kann man auch mit ganz normalem Weißkohlblatt arbeiten. Also dann nimmt man einfach ein Stückchen Weißkohlblatt, klopfen und umwickeln. Also und gut fixieren, Socke vielleicht mal drauf, ins Bett gehen, also quasi schlafen. Und so 3, 4 Tage, das wird auch dann weicher, beziehungsweise auch das, was rein wächst, also das ist auch oft bei Menschen, dass der Nagel ins Fleisch quasi reinschneidet, das wird dann quasi auch entfernt. Aber am besten auf jeden Fall bei Fußtherapeuten schauen lassen.